Ja. Cool. Boah. Den habe ich aufgenommen. Ich will da hinten, dass es so richtig schöner mal rauskommt. Richtig schöner Linienblitz. Wäre mal cool. Kann ich den schon auf Slow-Mo stellen. Können auch große Regentropfen sein. Oh, ich weiß nicht. Werden wir sehen. Jetzt sehe ich noch keine Hagelkörner. Ne, prallt nix ab. Ui. Boah. Genau, mach das hier mal besser zu. Und jung, 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 jung. Ah, da. Oh, da hinten wird es stärker. Es hört wieder auf. Das mal an hier. Da ist ein richtiges Fraktusteil. Das ist diese tief hängende Wolke. Da könnten gleich richtige Sturmböen kommen. Vielleicht sogar Orkanböen. Ja. Man sieht es ja, wenn der Wind von da hinten kommt. Also wenn das hier vorne rotieren würde, wäre das ein Anzeichen für eine Tornadoentstehung. Ja. Ja. Das ist der Aufwindbereich. Das zieht so richtig diese Geothermie hierher mit dem Wind. Deswegen entstehen tiefe Wolken, weil es
richtig runtergedrückt wird, dieser Wind. Die Zone da hinten, die kommt ja später. Ja. Immer vorsichtig, Vorsicht bewahren. Jetzt kommt gleich der Aufwindsbereich hier an. Hui. Okay, also mal guter Windstoß. Das zieht echt vorbei so ein bisschen. Hab ich das Gefühl. Ja, wird alles stärker. Ganz Unwettercharakter. Zieht dahin. Der Niederschlag ist sehr, sehr dicht beieinander. Sehr, sehr kräftiger Starkregen. Ja. Ich evakuiere mich. Ja. Aber schon geil, ey. Thank you.
Junge. Mir hier festzuhalten. Mm-hmm.